Mit Tripod.tv können Sie nach interessanten Orten suchen. Nach dem Aufruf von Tripod.tv werden Sie nach der Erlaubnis gefragt, Ihren Standort zu bestimmen. So können Sie sofort interessante Orte rund um Ihren derzeitigen Standort anzeigen lassen. Im Eingabefeld oben links geben Sie den Standort ein, der Sie interessiert. Mit dem Was-Eingabefeld können Sie Ihre Suche verfeinern, wenn Sie schon genauer wissen, nach was Sie an diesem Standort suchen. Der Standortmittelpunkt wird durch ein rot-blaues Fadenkreuz in der Karte markiert. Sie können die Karte mit gedrückter linker Maustaste bewegen und so den Standortmittelpunkt verschieben. Mit der Einstellung des Suchradius mit dem Schieberregler können Sie den Umkreis Ihrer Suche erweitern oder einschränken. Dies ist besonders dann zu empfehlen, wenn viele Ergebnisse in der Karte angezeigt werden. Jeder interessante Ort wird auf der Karte durch einen Marker dargestellt, der das Piktogramm der zugeordneten Kategorie zeigt. Auf der Ausgabetafel rechts wird jeder gefundene Ort mit einem Vorschaubild gelistet. Oberhalb der Vorschaubilder finden Sie die Piktogramme der Marker wieder. Führen Sie den Mauszeiger darüber, wird der Name der jeweiligen Kategorie angezeigt. Mit einem Klick können Sie so einzelne Kategorien abschalten oder zuschalten. Doch jetzt kommen wir zum interessantesten Teil von Tripod. Wenn Sie in der Ausgabetafel mit der Maus über die Vorschaubilder streifen, erscheint automatisch eine Box mit allen wichtigen Informationen zu diesem Ort. In dieser Box startet automatisch ein Video oder eine Slideshow. Sie bekommen so ohne eine weitere Eingabe kurz und unterhaltsam die wichtigsten Informationen präsentiert. So schnell und unterhaltsam kann man sich nur auf Tripod darstellen. Mit einem Klick auf das Vorschaubild sehen Sie die komplette Präsentation dieses Ortes in einer Lightbox. Auf dieser suchmaschinenoptimierten Seite kann der Benutzer Links zur Homepage oder Links zu Angeboten und Deals des Anbieters verfolgen. Die Informationen zum präsentierten Ort können in einer persönlichen Liste gespeichert oder ausgedruckt werden. Sie können diese Seiteninformationen twittern oder mittels Facebook mit Freunden teilen. Weitere Funktionen wird Tripod in Kürze freigeben. Eine Routenberechnung sowie die Möglichkeit, Berichte zu interessanten Orten zu erstellen, ist geplant. Freuen Sie sich weiter auf interessante Angebote, die Tripod in Zusammenarbeit mit vielen erfolgreichen Partnern zur Verfügung stellen wird. Für August 2011 hat Tripod den Launch von Apps für iPhone, iPad und Android-Smartphones geplant. Bei der Erstellung der Anwendungen stehen Unterhaltungswert, Informationswert und Vorteilsangebote an erster Stelle.